Liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac, Repentance oder Repentance oder wie auch immer das heißt. In der letzten Folge haben wir Isaac gespielt. Werde ich diesmal nicht tun, ich bin richtig schlecht mit Isaac. Deswegen spielen wir heute mal Kane, der ist schön stark, ein bisschen schneller. Mein kleiner Wolfi hier kam ganz gut an, danke dafür. Guck mal, hier haben wir schon unser erstes Item. Wir kriegen 10 Bomben. Okay, das ist gut, weil wir später in die Minen müssen. Ja, ja. So, aber heute werden wir ein bisschen schneller schneiden. Das heißt, ihr werdet nicht jeden Raum sehen. Ich muss einfach mal gucken, wie genau ich das mache. Aber ich würde sagen, den ersten Raum, soweit kennt man ja. Deswegen sehen wir uns beim Boss wieder, okay? Beziehungsweise gucken wir einmal im Shop. Okay, da haben wir tatsächlich ein richtig gutes Item. So eine blaue Flamme. Ist ein bisschen teuer. Wir haben ja jetzt ganz viele. Ja, doch, komm, hier. Wir haben ganz viele Bomben. Wir müssen Leute töten und aus Versehen auch noch einen Geheimraum finden. Schlüssel haben wir auch. Okay, da nehmen wir hier auch alles mit. Let's go. Wir töten auch einfach alles. Ich weiß nicht, ob ich eine Bombe gelegt habe. Scheinbar nicht. Okay. Immer dieser Wahn. Okay, ja, das langt. Geil, wir können uns diese... Oh, so viel Money. Gleich im ersten Raum schon. In der ersten Ebene. Ja, wir wollen uns auf jeden Fall die blaue Kerze, weil die blaue Kerze... Ich weiß nicht, wie man Items benutzt. Ah, so. Okay. Blaue Kerzen sind gut. Und ich habe gesehen, hier haben wir auch noch einen Blautstein. Vielleicht ist da ja auch irgendwas... What the f... Wieso finde ich da die ganzen Geheimräume einfach? Hä? Und wieso sehen die Batterien so an? Sind das andere Batterien? Gibt es in Repentance neue Batterien? Das kann natürlich auch sein. So, da hätten wir auf jeden Fall den Boss. Das ist ein sehr, sehr guter Start. Ich habe auch noch gar nicht erzählt, was wir heute machen wollen, nicht wahr? Wir wollen natürlich wieder Jacob und Esau befreien. Und zwar nicht den Jacob von Twilight, sondern den coolen Jacob. Also ich weiß nicht, ob er cool ist. Ich weiß nicht mal, was der Charakter kann. Ich weiß halt nur, dass man ihn freischalten kann und wie man ihn freischaltet, mehr oder weniger. Aber nicht so wirklich, was er kann. So, der erste Boss ist Loki. Und zwar nicht der von Marvel. Bla, bla, bla. Sondern er hier. Wir kriegen sogar noch ein paar Schlüssel. Und wie wir letztes Mal schon gesehen haben, müssen wir ja wieder hier rein, ne? In die Catalyzation, wie ich sie calle. Apropos Twilight, Leute. Ich habe jetzt Twilight wieder angefangen zu gucken. Ja, ich weiß, ist voll schwul und so, wenn man Twilight guckt. Aber ich muss sagen, so schlecht finde ich die Filme gar nicht. Also ich habe jetzt so den ersten geguckt. Und der ist ja, glaube ich, noch der schlechteste von den ganzen, die es da gibt. Ich weiß, dass ich damals den dritten Teil oder so als aller einzigen Film von der Reihe... Ah ja, das Mongo Baby. Ich nehme auf jeden Fall das Mongo Baby mit im Kino geguckt habe mit meinem Kumpel zusammen. Und da ging richtig die Action ab. Also damals fand ich das ganz cool. Wir nehmen auf jeden Fall Humbling Bundle mit. Und ja, das gibt's jetzt alles bei Netflix. Ich weiß nicht, ob das erst seit neuesten da ist. Auf jeden Fall gibt es die ganzen Teile gerade bei Netflix. Und ja, das bin ich halt gerade am Watchen. Guck mal, hier haben wir schon wieder denselben Boss. Aber diesmal wissen wir, was er kann. Er kann nämlich aus seiner Höhle rausgehen und dann greift er von unten an. Deswegen muss er immer in Bewegung bleiben. Und er zeigt auch von der Seite an, wenn er da irgendwie durchbricht. Ehrlich gesagt, möchte ich ihn... Da macht er wieder seine Stachelattacke. Ich möchte ihn jetzt gar nicht so schnell vernichten, weil ich sehen möchte, wie er nochmal da aus der Wand rauskommt. Man sieht nämlich hier, das ist richtig cool gemacht eigentlich. Oh, und man kriegt Damage. Was? Habe ich gerade Damage bekommen von dem Wasser, das da rausgekommen ist? Das fände ich sehr merkwürdig, aber wer wir sie kriegen, einen Devil Deal sogar. Mit fucking Brimston. Nein, nehme ich Brimston mit? Ist halt mega stark, aber dann haben wir nur noch ein einziges Leben. Oh Devil, warum machst du sowas? Wieso machst du sowas mit mir? Nehme ich diesen Brimston oder dich? Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu riskant. Nee, es war ein richtig geiles Item, aber nee. Und irgendwie gab es jetzt in der Ebene gar kein Messerteil. Dann muss das in der zweiten Ebene sein, nicht wahr? Ah, neue Gegner, guck mal, die hüpfen hier rum. Hä, komm, die kommen einfach endlos, oder? Oh mein Gott, die kommen endlos, bis man hier die ganzen Knöpfe drückt. Okay, ja, coole Mechanik. Gebe es XP... Neuer Schlüssel? Okay. Gebe es XP in diesem Spiel, dann wäre das ein Raum gewesen, wo man sich einfach bis Level 8 Milliarden aufleveln könnte. Und dann ist man richtig cool. Die sind auch neu, die sehen auf jeden Fall sehr eklig aus. Ach so, und wo ich ja eben schon von Twilight gesprochen habe, Leute, seid ihr Team Jacob oder seid ihr Team... wie heißt der andere? Wie hieß nochmal der Vampir? Ja, ich hab das geguckt, gestern erst. Und ich weiß jetzt schon nicht... Edward heißt der Vampir. Seid ihr Team Jacob oder Team Edward? War doch Edward, ne? Oh mein Gott, ich habe gar keine Ahnung. I don't know, wir gucken in den Shop. Was haben wir im Shop? Eine weitere Kerze und einen sehr süßen Shopkeeper, den wir natürlich von seinem Leid befreien und dann zum Bossi gehen. Min-Min! Okay, jetzt ist mir auch wieder halt... Nee, Min-Min ist auch wieder ein anderer, ne? Okay, das ist auch wieder ein Duke of Lies, der aber angezündete Fliegen auf uns hetzt. Und der hat noch irgendwas in sich. Oh, das ist ja cool, der genau das gleiche kann wie sein Vater. Hä, das ist so eine Mini-Version... Oh, okay.
Das ist so eine Mini-Version von Isaac, nicht wahr? Oder von dem Blue Baby. So, die Sache ist, ich habe immer noch nicht mein Teil. Ich muss ja irgendwie noch so ein Messerteil finden. Und hier haben wir den Spiegel. Alright. Und anscheinend gibt es auch immer beim Spiegel blaue Kerzen, wenn man die nicht kaputt macht. Verdammt. Meine Bomben sind ein bisschen zu stark. Und, nein, bei dem funktioniert das nicht. Okay, es ist nicht egal, welche blauen Flammen man anschubst. Dann das hier, I guess, weil das hier so alleine rumsteht. Man muss einen Raum finden, wo nur eine blaue Flamme drin ist. Und da muss man gegenlaufen, um zu The Lost zu werden. Und als The Lost können wir wieder in die Spiegelwelt. Nice. So, okay. Letztes Mal lief das ja ganz gut hier. Wir haben auch unsere Kerze dabei, die einfach mega OP ist. Die Sache ist, ein Hit. Ein einziger Hit und ich bin halt einfach tot. Und das kann so schnell passieren in diesem Spiel. Also wir wollen hier nur ganz, ganz kurz drinne sein. So kurz, wie es geht. Ich habe gerade Angst. Kann ich mich selber verletzen mit meiner Kerze? Ich will es nicht ausprobieren. Und wir müssen jetzt ganz schnell da hinten in den goldenen Raum. Der ist ja übelst weit weg. Oh nein, und hier kommt wieder endlos Gegner an, ne? Oh, scheiße. Okay, das ist richtig böse. Dieser Raum ist richtig böse. Okay, aber sieht so aus, als wenn die nicht auf die Steine kommen könnten. Dann wären wir da ja sicher. Okay. Was ist der kürzeste Weg zu dem goldenen Raum? Ich glaube, der hier? Oh Gott, ich habe Angst, wenn die Kerze zurückkommt, dass sie mich dann selber trifft und ich bin dann einfach tot. Ich habe Susanne. Okay, wir setzen Susanne ein. Wir töten hier einfach alles. Keine Ahnung, wo ich diese Karte her hatte. Aber ich bin froh, dass ich sie habe. I like you very much. Und hier haben wir noch einen Geheimraum. Bam, bam. Und hier ist hoffentlich das Stück. Okay, wir können sofort wieder raus. Wir machen den Boss nicht. I don't care. Okay, den lassen wir auch einfach mal da. Okay, ganz schnell hier wieder raus. Aber ganz schnell. Ja, kein Bock, so lost zu sein. Oh, endlich wieder normal. Endlich wieder in der normalen Welt. Hier haben wir noch den super Geheimraum, der uns... Oh, ja, Gabis Collar gibt. Okay, unser erstes Gabi-Item. Sehr, sehr gut. Das macht, oder das gibt uns die Chance, dass wenn wir sterben, dann haben wir, glaube ich, eine 50%ige Chance, dass wir wiederbelebt werden mit einem Leben. Das ist doch toll. Hier kriegen wir noch ein bisschen Geld wieder. Wir gehen in die Minen, wo wir jetzt hoffentlich das zweite Messerstück bekommen. Wir haben auf jeden Fall bessere Chancen. Okay, als beim letzten Mal. Was ist denn hier los? Meine einzige Lichtquelle. Eine Lore, die brennt. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und komische Gegner. Ich kann die Lore sogar ausmachen. Kann es sein, dass ich gerade nur was sehe, weil ich diese Lunte an meinem Kopf habe? Kann schon sein, oder? Warte mal, wenn ich jetzt hier so Feuer mache... Ja, die... Alter, das ist ja mega gut! Das Feuer hat mir auch Licht gespendet. Okay, mega gut programmiert von Edmund. Da muss ich einmal Kudos geben, dass er... Oh, hier so mit Licht rumspielt. Finde ich sehr, sehr nice. Okay, alles wirft mit Bomben hier und es gibt einfach Bombenfliegen. Hä? Oh, ich bin so verwirrt. Okay, es gibt so komische Gegner hier. Was sind das alles für ganz komische Gegner? Das ist... Lol, der bläst sich auf. Yo, das ist ja einfach die Bitcoin-Blase. Die Bitcoin-Blase muss platzen. Okay, sehr gut. Und im Shop haben wir... Okay, neues Item. Muss ich eigentlich holen? Ich kaufe mir beides. Wir haben zwar nicht allzu viel Geld, aber... Sharp Key. Open your enemies? Hallo Gegner, kommen Sie her, liebe Gegner. Ich öffne sie. Öffnen? Ach, ich kann das auf die Leute raufschmeißen. Guck mal, ich kann hier den Schlüssel nehmen und auf die Gegner raufschmeißen. Passiert denn was, wenn ich ihn damit töte? Hä, okay. Irgendwie ist das Item doof. Jera hat, glaube ich, verdoppelt und Blank Rune hat irgendwelche random Sachen gemacht. Wir kriegen noch eine Blank Rune und noch eine Blank Rune. Ja, sie hat alles weggemacht. Perfekt. So wollte ich's. Okay, ja, keine Ahnung. 15 Münzen für nichts ausgegeben, außer dafür, dass wir jetzt wissen, was das ungefähr macht. Bin mir ziemlich sicher, dass wir in den Minen noch irgendwas machen müssen, um das zweite Messerstück zu bekommen. Okay. Aber wir machen jetzt erstmal den Boss, der hoffentlich nicht allzu böse ist, auch wenn er sehr, sehr böse aussieht. Sieht schon sehr eklig aus. Es ist aber auch keine Spinne, weil sie hat nur vier... Ja, ist ne? Er hat nur vier Beine. Und aber... Vier Beine langt nicht, um eine Spinne zu sein, Mister. Und sie haben auch nur ein Auge. Das langt auch nicht, um eine Spinne zu sein. Also, was genau sind sie, hä? Sagen sie mir sofort, was sie sind. Sie, übles Ungetüm. Sie müssen sterben. Ich verbrenne sie, weil sie eklig aussehen. Hä? Guck mal, er hat sich umgedreht. Er ist jetzt was anderes. Er macht jetzt andere Sachen. Okay, das ist sehr cool. Der hat dann anscheinend... Was sind das denn hier schon wieder für Gegner? Er hat anscheinend drei Phasen, je nachdem, welches Gesicht er ausgerüstet hat. Eine Spinne hat kein Gesicht. Eine Spinne hat drei Gesichter. Okay, hä, ohne Witz, diese neuen Bosse sind richtig, richtig cool designt. Ich raff die zwar alle noch nicht und krieg deswegen ultra viel Damage, aber an sich sind die mega gut designt.
So, okay, wir dürfen aber noch nicht weggehen, weil, wie gesagt, müssen wir doch irgendwas finden. Zum Beispiel einen goldenen Raum, der uns... was war das für eine Fliege? War das die Fliege, die man lenken konnte? Weil dann wäre cool. Ja, okay, perfekt. Wir haben diese Fliege, die man lenken kann. Die ist ultra OP, finde ich. Wir hätten noch einen Challenge-Raum mit nur einer grauen Kiste. Aber egal, mit 3 Münzen kann man das schon mal machen. Vorhin haben wir unseren blauen Freund, der alles für uns macht. Okay, ich glaube, dieser One steht im Zeichen des Blauen. Das Mongo-Baby hat irgendwas Blaues an sich. Wir haben die blaue Kerze. Dann haben wir hier noch den blauen Freund. Ein paar blaue Flecken haben wir sicherlich auch schon bekommen. Ach doch, das ist alles gut, das ist alles gut. I'm blue, dabba dee, dabba die, blabba dee, dabba die. Oh, noch irgendwas Neues. Nehme ich mal mit, was bist du? Friendship Necklace. Ja, guck mal, sind unsere Freunde alle um uns rum. Gut, dann hätten wir nur noch diesen Raum hier. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Das ist der letzte Raum, den wir hier haben. Ah, wir sind in den Minen 1, nicht wahr? Wahrscheinlich passiert das in den Minen 2 irgendwas. Da hätte ich gar nicht zurücklaufen müssen. Okay, zumindest einen neuen Gegner gesehen. Ja, so wird das sein, so wird das sein. Weil ich habe jetzt alle Sachen hier gemacht, ja. Na dann, auf in die Minen 2. Wir haben gleich am Anfang schon den goldenen Raum mit einem ganz komischen ADHS-Käfer. Und wir nehmen das, was wir nicht wissen, was es ist. Bomber Boy, you got it. Und an sich suchen wir in dieser Ebene jetzt irgendwelche Knöpfe, glaube ich, die wir drücken müssen, damit wir weiterkommen können. Die sind springende Gehirne, finde ich auch gut. Aber außer bluten tun die, glaube ich, nicht viel, oder? Nee, okay, ja, dann sind die ja ganz knuffig. Dann finde ich sie ganz süß. Das ist in Ordnung. Wenn mir dann aber mal jemand sagen könnte, da ist ein Knopf, wo hier Knöpfe sind. Ja, guck mal, da haben wir unseren ersten Knopf. Ich weiß nicht, wie viele Knöpfe es gibt, aber das sieht auf jeden Fall aus wie ein Knopf. Okay, sehr gut, Louis. Okay, das sieht auf jeden Fall aus wie ein Knopf. Wir drücken's. Man hört, glaube ich, eine Lore wegfahren oder so. Hat sich so angehört, als wenn das irgendwie rechts wäre, aber ich glaube, da ist noch ein Knopf. Als wenn wir noch mehr Knöpfe finden müssen. So wie ich meine Spiele kenne, sind es bestimmt 3 Knöpfe. Und... oh, okay. Hier haben wir auf jeden Fall eine Lore. Ich glaube, für die machen wir das nämlich gerade alles. Hier ist auch der 3. Knopf. Okay, das ist perfekt. I can see forever. Why not? So, mit dieser Lore müssen wir nämlich darüber. Und hier ist der 3. Knopf. Ich glaube, jetzt passiert noch nichts, wenn wir da reingehen. Wir drücken das. Ach so. Ah, hier, wir haben bei der Lore diese Zwischendinger hier dahin gepackt. Damit wir jetzt da durchfahren können. Let's go! Okay, what the fuck? Okay, schon wieder eine neue Welt. So viele neue Welten, die wir hier bereisen. Ohne Gegner, komischerweise. Okay. Also hier ist irgendwann mal eine Lore lang gefahren. Da ist ein Knopf. Merken wir uns mal. Kommen wir irgendwie an den Knopf ran? Nee, ne? Nee, kommen wir nicht. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Du siehst aus wie eine Bombe. Oh, ich habe auch keine Bomben mehr. Ich wollte ihn wegsprengen, aber ich habe keine Bomben mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe... oh, guck mal, ich habe nur mein Messerteil hier. Ich habe nicht mal meine Begleiter, habe ich mal... ach du Scheiße. Okay, jetzt habe ich richtig Angst. Hier sind keine Gegner, ich habe meine Begleiter nicht. Hier ist alles anders. Es ist Nebel. Es ist einfach Nebel. Ich weiß ja nicht. Wenigstens kann ich noch weinen. Okay, da haben wir das Messerstück. Okay, hier wird irgendwas passieren. Hier wird irgendwas passieren. Irgendwas passiert. Hier wird irgendwas passieren. Hier wird irgendwas passieren. Oh nee, bitte lass mich weg, bitte lass mich weg. Muss ich den jetzt besiegen? Ja, okay, ich gehe einfach, das Ding sieht böse aus. Au, 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 hä, hat mich angegriffen, das ist ja nicht nett. Okay, ich glaube, das ist, ich muss einfach weglaufen, oder? Ah, okay, der ist ja richtig gemein und gefährlich. Oh Gott, bitte, gehen Sie doch einfach weg, au. Aber er macht gar nicht so viel Damage, er macht nur ein halbes Damage. Okay, wir müssen aber trotzdem ganz schnell hier weg. Okay, wir, hä, what the f... ja, achso, das ist ein Bombenspender. Hä, das ist ja wie bei Zelda hier. Wir sind hier, aua, in so einem Zelda-Dungeon einfach drin. Ja, danke, ich nehme die Bombe. Ich muss da durch. Danke, tschüss. Bitte, bitte lassen Sie mich gehen. Bitte lassen Sie mich einfach gehen. Ich muss hier bitte einfach raus. Bitte. Oh Gott, wie lang ist denn dieser Weg? Okay, ich brauche den Schlüssel. Mit dem Schlüssel gehe ich durch das Schlüsselloch. Dann ist da ein Knopf. Hä, jetzt sich alles verformt. Okay, danke. Bitte lassen Sie mich durch. Aua, ich habe doch keine Leben mehr. Bitte. Hä, wie auch immer, von unten kommt der Arsch. Hilfe! Oh Gott, ich bin einfach fast tot. Ich glaube, wenn er mich noch einmal trifft, dann bin ich einfach tot. Bin ich endlich draußen? Nee, aber hier. Jetzt, ich bin weg, ich bin weg. I'm gone. Tschüss, tschüss, tschüss. Hier ist immer noch alles zu. Muss ich jetzt noch gegen den gewinnen? Oh Gott. Oh Gott. Okay, das war ein bisschen... jetzt ist er auch zu. Wir haben ihn eingesperrt. Er kommt nie wieder raus. Und wir haben jetzt so ein Messer hier. Das lebt? Also es atmet so ein bisschen. Ich finde das alles ein bisschen merkwürdig gerade. Alles ein bisschen merkwürdig.
Okay, ich habe jetzt leider auch gar kein Leben mehr. Der hat ein paar viele Leben abgezogen. Das kam jetzt ein bisschen überraschend. Wir haben zumindest I can see forever, deswegen komme ich jetzt hier links rein. Oh, wir kriegen 99 Keys. Ja, moin. Okay, nimm mich, danke. Oh nein, sag mir nicht, ich kann die nicht. Ich kann die nicht einfach so besiegen. Ich kann die nicht einfach so besiegen. Jetzt kommt ja auch noch so ein blöder Boss. Die Sache ist halt, wir können... Ah, okay, wir müssen die nur einmal treffen. Okay, das ist wenigstens... Aua, positiv! Nein, positiv! Ich bin positiv! wir müssen trotzdem hier gewinnen. Weil wir sonst Jacob und Esau nicht freischalten. Oh mein Gott. Kann ich den bitte einfach mit meiner eigenen Bombe kaputt machen? Das geht nicht. Ich muss einfach die Bombe von denen benutzen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich hasse alles. Ich hasse alles. Was sind das alles für neue Gegner? Und wieso bist du immer noch nicht aufgesprengt? Hier, jetzt spreng dich endlich auf. Danke. Ah, lol. Nicht mal sein ganzer Körper ist aufgesprengt. Nur sein Vorderteil. Das ist ja richtig dumm. Egal, du verbrennst jetzt. Egal, was du machst. Mann. Das ist alles so aufbrausend hier. Das ist alles so aufbrausend. Ich hasse es. Thanks, I hate it. Okay, und what the fuck ist das denn jetzt schon wieder für ein Raum? Oh mein, muss ich da rein? Was? Au! Geht das auf, wenn ich zwei Leben verliere? Okay, es geht auf, wenn ich zwei Leben verliere. Das ist schon wieder eine neue Ebene. Sieht das dann aus wie ein Mausoleum, also wie so ein Grab? Wir haben zwei Leben geopfert, das heißt, wir gehen da auf jeden Fall rein. Okay, wir gehen auf jeden Fall in die Arcade. I don't give a shit. Ich hätte gern ein paar Leben. Egal, wer mir Leben geben möchte, ich nehme alles. Nein, spring dich nicht! Oh, hat sich selbst in die Luft gesprengt. Ich kann nichts dafür, Leute, ich kann nichts dafür. Oh, wait, wir haben zumindest volle Leben bekommen hier. Das ist doch schon mal schön. So, hoffentlich ist hier jetzt der Final Boss. Ich traue mich nicht, auf die lila Sachen zu treten. Nö, nö. Nö, nö, nö. Okay, Schlüssel haben wir auf jeden Fall genug. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Leben in Hinterhand. Ein blaues Herz wäre noch ganz schön. Wir haben gar kein Lebensupgrade bekommen, merke ich gerade so. Oder doch eins, ne? Ein Leben-Upgrade haben wir bekommen. Ich glaube, Kane hat von Anfang an zwei Leben. Aber danach gar nichts mehr. Oh, Wet Patch. Ja, nehme ich. Wet Patch macht nämlich, soweit ich weiß, dass wenn wir getroffen werden, dass wir zumindest für den Raum, wenn nicht sogar für die ganze Ebene, stärker werden. Why not? Why not? Nehmen wir mit. Aber das, was wir eigentlich machen wollen, ist nicht die Void-Leute hier aufwecken. Oh Gott, bitte, bitte, bitte. Ich möchte bitte keine Damage bekommen. Nein, ich habe doch nicht so viele Leben. Leute, ich habe doch nicht so... Was muss ich denn hier machen? Nein, ich sterbe! Nein! Das ist doch scheiße. Was hätte ich denn hier machen sollen? Ich konnte die Voids da irgendwie nicht kaputt machen und da sind einfach Milliarden Gegner rausgekommen. Ach man, dann hatte ich mal die beiden Messerstücke und sterbe einfach trotzdem. Und blödes Gabis Collar hat mir auch nichts gebracht. Warum hat mir Gabis Collar nichts gebracht? Das hätte mich ja zumindest einmal wiederbeleben können, aber nö. Okay, das ist gemein. Wenn ihr Tipps habt für diese Voids hier, dann sagt das mal bitte, weil ich habe jetzt gar nicht verstanden, was abgegangen ist. Oh, dann müssen wir das nochmal in der nächsten Folge alles machen. Oder wir gucken uns mal eine Challenge an. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ob ich nochmal Jacob und Esau probieren soll, freizuschalten. Oder irgendwas anderes machen soll. Einfach mal so durchkommen soll. Oder halt eine Challenge. Auf eine Challenge hätte ich auch mal Bock. Gut, aber egal. Dann danke trotzdem fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.